Und hallo YouTube, herzlich willkommen, wir sind gerade beim Training. Und ja, es wird... Digga, das ist einfach... Das ist einfach Man in Black. Der blitzdings uns einfach gleich. Scheiße, Mann. Was passiert? Wie geil sieht der denn aus? Male Nummer 3 wird jemand befördert zum Wurm erster Klasse. Gratulation. Scheiße. Junge, Agent Garin. Was ein geiler Typ, ey. Scheiße. Unser Support-Kleider, das Agent vom Server. Wie geil sieht die denn aus? Die sehe ich zum ersten Mal, Alter. Hey, warte mal, Sefan hat mir mit Wasser gegeben. Ja, okay, scheiß drauf. Wir trinken jetzt erstmal einen Schluck. Ich wollte mich noch bedanken, aber der Bukuti war schon weg. Reihe bilden! Jawohl, Digga. Führer. Pyran schmeckt Lyra zu. Bezaubernd. Ja, scheiße. Ist das ungefähr eine Reihe? Hört schon, ne? Na komm, ich stell's mal so auf. Hat auch Remi gemacht. Alter, Grüße gehen raus an Remi. Das ist ja ultra geil. Nee, ich war nur auf die Bognerin. Ich dachte, du willst dir nur zuwinken, Diggi. Scheiße, die sind aber ein bisschen anders, ne? Ich glaube, so ist richtig. Ratsmeister Sumir. Damit es fair bleibt. Achso, ihr wollt mir eure Armbrust zeigen, oder Gam? Leise oder leiser? Fuck. Was leise? Ja, es war leise, okay. Ja, reden wir später darüber. Hier nach links. Sicher. Jetzt gibt's aufs Maul, Jungs. Schön in die Rücken fallen. Mit Rüstung? Immer doch. Die Brüder köpfen einfach richtig räudig. Ich wollte doch nur mit dem Bogen üben. Dann mach das doch jetzt. Dann mach das doch jetzt. Schieß die halt einfach alle ab. Bevor die zu uns kommen. Wie die scheiß Stallratten von heute Morgen. Rumkampf, jedoch haben beide Mannschaften eine Königin, eine Person darf nicht zu Boden gehen. Digga, einfach halbes Völkerball auf einmal. Vetwans, wer du liegst zuerst, ich beobachte dich. Glaub mir. Der Westronik gern Meute und spuckt ins Feuer aus. Er nimmt einen Trinkschlaf vom Gürtel und leert einige schöne Kehle. Wenn es hässlich wird, braucht es das. Auf der linken Seite ist die gute Lyra. Ihr Team wird sich schützen, so gut es geht. Wer kaum mit Zugübungszwecken mit scharfer Munition schießen. Und deswegen macht Garm niemals die Witze. Er ist richtig scheiße da drin. Sei gewieft, Lyra. Also Lyra beschützen. Frau Lyra, lass uns heiraten und ein Bündnis eingehen. Scheiß Timo, Alter. Ganz ehrlich, Leute. Da ging mir ganz schön auf die Nerven beim letzten Event, aber ich mag den einfach immer mehr, weil er so ein Dummbatz ist.
kotzt bei dem noch. Geht eure Königin zu Bohnen, hat euer Team verloren. Warum? Nicht reden, kämpfen. Scheiße, Bruder, wer ist der König von dem anderen Fickern? Hab ich jetzt nicht aufgepasst, toll. Gib's auf die Schnauze. Geh mal zurück. Fuck, wer war nochmal in meinem Team? Rudolf ist es anscheinend nicht. Wo ist Lyra? Wie geht's Lyra? Fuck, Mann. Wo ist Lyra? Fuck ihn ab! Immer schon Lyra im Auge behalten. Lyra geht's gut. Scheiße, Freund oder Feind? Einfach jeder hat diese dumme Butlaus an. Der eine andere Brat hier mit der Kleidung ist wahrscheinlich der König von denen, oder? Hm. Aber egal, da Lyra sich in den Kampf stürzt, unterstütze ich die lieber, damit wir nicht verlieren. Während alle anderen irgendwie so ihre eigenen Kämpfe machen. Scheiße, Digga. Nein, die fangen Lyra ab. Scheiße, Mann. Wo ist denn das Team? Wieso beschützt die keinen Arsch? Scheiße, Mann. Wir sind gefickt, Jungs. Die Königin im Bedrängnis. Warum machst du ein gutes Trainings-MP? So viele Sachen habe ich noch nie gesehen. Ja, also ohne Scheiß. Ich habe das ja schon mitbekommen vor meiner Pause, wo Brock auch Trainings-MP gemacht hat. Das war auch damals geil. Das ist auch jetzt auch geil. Das macht schon Bock. Das ist schon cool. Ja, Digga, ich glaube Lyra... Nee, Lyra liegt noch nicht im Dreck. Krass. Komm, wir gucken mal hier ein bisschen zu. Ja, scheiße. Ich glaube, wir haben verloren, Jungs. Das Spiel bietet Action? Ja, Kleinchen. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Größte Action der Welt. Der Scheiß mit dem Black, Alter. König, reich der hübschen Timo Leda gewinnt. Entschuldige, Lyra, waren zu viele. Das war einfach, dass du mich nicht heiraten wolltest, Frau Salatorin. Ticker. Timo rennt freudig im Kreis. Ich hasse Timo immer mehr, Leute. Wieso haben wir gegen Timo verloren? Was eine Schande. Hätte nichts sagen sollen. Aber gegenseitig runtergeprügelt, ich war die ganze Zeit allein gegen zwei. Was war los? Ist Markus bei in meinem Team? Ja. Aber versucht Lyra zu schützen. Hat nicht gut gebracht. Nicht gut geklappt. Zwei Hand zu mir. Okay. Bei mir ja gut, nächstes Mal, wenn du nice, wenn die Leute irgendwie markiert. Sie auseinanderhalten, so als Feedback. Entschuldigung, ich hätte versuchen sollen, länger durchzuhalten. Zu ihrem Team. Nee, ohne mein Team. Nee, ohne Lyras Team. Stärke ein zu mir. Stärke ein auch bei mir.
Ich hoffe, das zählt auch als Stabkampf, Digga. Aber wahrscheinlich. Oh ja. Ja, Digga. Stärke auf jeden Fall. Geil. Ist aber der stärkste Mann der Welt. Danke. So, wo ist Reckan? Ich gebe den Jungen jetzt seinen 200 zurück. Danke fürs Leihen. Zwei Hände, eins. Ja. Die Waffen zurück zu mir. Ja, Digi, hab ich dir schon in die Hand gedrückt. Ja, okay, cool. Das war doch schon mal sehr erfolgreich, Leute. Wolfreich Dreckern das Holzschwert hier. Ich würde persönlich ganz gerne wieder zur Inquisition gehen. Wir haben jetzt unseren Auftritt bei Lyra aufgegeben. Was schon mal nett ist. Und irgendwann wird sie dann meine Armbrust fertig haben und mir ein paar Bolzen geben, was auch nett ist. Ja, war mega. Hab Bock gemacht, gute Ideen. War schon vernünftig. Und noch 5 voll Liegestütze vorher gehst du nicht. Ja, okay, jetzt haben wir schon 19 Stärke, Leute. Aber der stärkste Mensch der Welt, ich schwöre euch. So, wo ist Talion? Wo ist der? Ja, 5-2 Ender, was los? Runter und ausruhen, für die Woche war es genug. Ja, okay, verpissen wir uns mal. Das war ein ziemlich schönes Training. Gabriel trainiert die Übungswaffe. Ich gehe zur Inquisition. Du Arsch. Ach Mann. Ich finde die Regimenter halt auch cool, aber die Inquisition ergibt einfach gerade aus Gams Sicht mehr Sinn. So, die Regimenten chillen halt hier und sind Stadtwachen, aber es hat immer noch diese dunkle Welle der gottlosen Vernichtung. Die auch gar um einiges genommen hat, ne? Aber es waren eher die Orks und der Orkkrieg, aber er kennt halt Verlust. Und dementsprechend geht er da halt hin. Geht er lieber zu den Jungs. Hä, was für ein sexy Gewand hat denn dieser junge Gott? Guten Abend. Ich will eigentlich nur vorbeirennen, aber mal gucken, ob die auf mich reagieren wollen. Oh, sieh ein tapferer Recke! Weh? Oh nein, scheiße, wo bin ich noch hineingeraten? Ich habe keine Bolzen, Jungs. Findest du meine Laute denn? Ich zeige für seine Hände. Im Moment nur noch Flaute. Digga, was?
Warte, wir wollen's mal. Hier, Junge. Er ist ulkig nervös gestreckt, spricht sehr schnell. Bitte was? Wieder so ein Bade, Alter. Ja, was Kappas Vater gefunden? Am Hof der Calderana. Ich sie oben verlor, gefloh von einem Kaider, ich schwör. Gesucht danach habe ich unter Stock und Stein gestohlen, wurde sie von meinem Gnomen und er ist abgehauen, das Schwein. Bruder, was? Auch ich traf dort oben die Gnome schon. Ist die Wahrheit, gewiss kein Hohn. So gehe ich nun los und werde mich eilen, will nämlich nicht in der Stadt verweilen. Ich bin schon weg, ich war nie hier. Zum Morgen bin ich zurück, denn da wartet mein Bier. Ohne Alkohol trinkt man es kaum. Ich werde sie suchen hinter jedem Baum. Deutet auf das. Darauf wendet er sich ab, steckt das Papier ein, schreitet nach vorne. Ah, er liebt ihn, Melodimund, so sehr wie ich mich selbst. Moment, deine Laute wurde von Gnomen gestohlen und du willst jetzt, dass jemand die Gnome erschlägt und sie dir wiederholt? Digga! Der ulkige Melodimus. Sage ich doch, herrje! Ein Mädel mit feuerrotem Haar war dabei, geeilt mir zu Hilfe, doch zu spät, oh wei! Gekleidet im Braum, feinsten Saum. War wahrscheinlich eine Novizin. Dann komm mal mit. Am besten fragen wir an der Kaserne, ob die Leute dort bereit sind, deine Gnome zu jagen. Die eine keine Zähne, doch zottelige Mähne, gehört zu Caldera wie die schöne Goera. Junge, was labert dieser Kerl, Alter? Der ist richtig geil. Ah, ja. Folgt er mir? Kommt der Brudi mit? Vielleicht nicht. Kaserne, ja gut, komm ich. Ah. Das wäre besser. Der Schwarzmeister! Garvin seufzt.
Der Schrecken aller Ohrmuscheln. Seine Laute wurde von Gnomen gestohlen. Werdet ihr euch anschließen, die wiederzuholen? Der gibt den einfach einen Zettel in die Hand. Scheiße, das ist ja auch gereimt. Die Laute wurde von Gnomen gestohlen. Würdet ihr euch anschließen, die wiederzuholen? Jetzt fange ich auch schon an. Gefällt es euch her? Gavin kneift seine Augen zusammen. Was ist das denn für eine Sauklaue? Ist hier ein Tintenfisch drauf verändert? Der Bruder sieht ein bisschen aus wie Folo aus Baldur's Gate 3. Aber auch aus den normalen Forgotten Realms D&D. Soll ich es euch vorsingen, so ergötzt eure Ohren dann wieder klingen? Wartet nicht, Melodimund wartet nicht und holt tief Luft und beginnt rhythmisch zu singen. Ja, wenn du das Papier unsam vor die Brust, das wäre Körperverletzung. Gavin, der Schwarzmeister, oh welch eine Plage, redet und redet bei Nacht und bei Tage, mit Worten so leer, doch endlos in Zahl, verkaufte uns Märchen, stets ohne Moral. Ein Glück habt ihr eure Laute verloren. Was ist das denn für ein geiler Typ, Alter? Ach, scheiße, das Timo. Lass mal wieder gehen. Ein Meister im Schwatzen, doch nicht im Verstand, verführt uns mit Tönen, die klingen wie Sand. Kein Ohr bleibt verschont von seinem Geschwätz. Ein endloser Strom von Unsinn und Hetz. Timo sieht mal, wenn sogar Timo keinen Bock auf ihn hat. Schrecklich, oder? Singt er von Agada? Als würden Fingernägel auf einer Tafel kratzen. Er prahlt und er prahlt, doch keiner hört zu. Doch jeder weiß längst, sein Geist ist tabu. Mit Stolz und mit Hochmut die Wahrheit verdreht. Gavin, der Schwarzmeister, der niemals versteht. Timus dann zu Gavin und dann nochmal zu Melodimus. Ich wäre jetzt gerade wirklich ganz woanders. Ach, wirklich gerne wollte ich eigentlich schreiben. Ja, freue mich, dass dir gefällt, Trotz. Melodimund leckt sich über die Lippen und singt einfach weiter. Ein Meister im Schwafeln, doch weise? Nein, nie! Ein Windbeutel bleibt, der von Sinn befreit, wie? So lasst uns entfliehen und seine aus seiner Domäne und hoffen, dass bald sein Stimm ihn vergehe. Ich mach dir gleich Beine, Timo. Recht hat er, Schatzmeister. Ja, um Götter schlechter singt keiner. Fühl dich geehrt. Wenn du jemand verbeugt, jetzt würde jeder klatschen.
Kam geht langsam von der Gruppe weg. Ich scheiße, tue ich mir nicht an. Richtig, Timo, mein Zeichens Götterschlechter. Lange Geschichte kurz, ich hab die Götter getötet. Ich hau sowas von rein. Ah, wo sollten wir in der Nacht reisen? Vielleicht warten wir bis Tag ist. Lass mal in die Taverne gehen. Gucken, was da so geht. Aber die schon. Der ist schon ziemlich geil, der Melodimus. Melodimund, Entschuldigung. Aber trotzdem, ich würde wirklich sehr gerne nochmal zur Inquisition zurückkehren. Aber wir chillen jetzt erstmal in der Taverne, trinken mal ein Bier oder so. Und wenn der Tag angebrochen ist, dann können wir wieder düsen. Falls jemand gerade in der Taverne ist, aber ich glaube schon. So, why not? So ein Baden auszuspielen muss auch richtig Bock machen. Ach, guck mal, die Jungs. Was ist das hier nochmal? Brallock-Schmünze, Rüstungsschmiede, Digga. Sammlerrüstung, Schürferhose, Wams. Ja, so viel Geld habe ich nicht. Das lohnt sich vorne und hinten nicht, Diggi. Vor allem, ich muss ja auch noch berechnen, dass wir wirklich viel Geld ausgeben für die Armbrust. Deswegen, naja, mal sehen. Ich gönne mir jetzt erstmal nichts Großes. Höchstens mal ein warmes Bier, ja, so ein englisches. Und, I don't know, eine Kürbissuppe. Boah, das ist doch eine Idee. Ich habe lange keine Kürbissuppe mehr gemacht, also im echten Leben. Ich glaube, ich mache mal Kürbissuppe morgen, Leute. Da hätte ich Bock drauf. Boah, so ein geiler Kürbis? Das wäre doch nicht schlecht. Ist jemand in der Taverne? Ach scheiße, sieht nicht so aus, ne? Na gut, kein Essen für uns. Gut, dass uns Gretchen noch eine geile Wurst gegeben hat. Ich weiß nicht, so... Sie ist halt eine Ordenskriegerin und halt keine Magierin. Aber weil die Inquisition so viel Vibes von so einem Kloster hat, oder die Vulkanfestung besser gesagt, denke ich jetzt die ganze Zeit an Ist meine Wurst, Bruder. Also den Song von Jorgensson. Song von Jorgensson, witzig. Ja, Leute, scheiße. Also ich will wirklich nicht in der Nacht losziehen eigentlich. Wäre nicht so gut. Vor allem nicht nach der letzten Session, wo wir das Event gesehen haben, was nachts so lauert da draußen. Da sehe ich mich nicht. Spazieren wir ein bisschen durch die Stadt. Wie geht's euch, Leute? Was geht ab bei euch? Seid ihr auch gerade im EP oder macht ihr irgendwas anderes nebenbei? Oder seid ihr nur gebannt vor dem Bildschirm und konsumiert den Stream? Erzählt mir gerne von eurem Leben, wenn ihr wollt. Das hier ist die Flamme, von dem der eine Magier sprach. Boah, Deutsch ist auch eine schwere Sprache. Komm, wir gucken uns das mal an. Nicht schlecht. Ziemlich viele Heilsalben hier und destilliertes Wasser. Na dann. Aber sieht schon ganz schön krass aus. Scheiße, Leute, ich habe gar nicht an die Thumbnails gedacht, ne? Egal, ich klabaute mir da irgendwas raus. Was dann passen könnte. Ach, damn. Oh nein. Habe ich ganz verpeilt.
Aber es gibt so viele coole Action-Szenen, da kann ich sicher nicht irgendwas Gutes draus basteln. Ganz bestimmt. Oh ja. Boah, ich merke auch gerade, dass ich ein bisschen müde bin tatsächlich. Vielleicht hören wir auch erstmal auf, Leute. Machen wir heute eine kürzere Folge. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Moment zum Aufhören. Ja, ich geh nochmal in die Löhne erhöhen und dann war's das mal für heute. Haben wir heute coole 3 Stunden gestreamt, ist doch auch nice. Ja. Boah, ist auch so krass warm, ne? Normalerweise geht das voll, wenn ich einfach nur hier chille und zocke oder so. Aber wenn ich hier die Beleuchtung mache für den Greenscreen und alle Lichter in meine Fresse ballern, ist das schon ganz schön warm. Vielleicht muss ich mir da noch irgendwas einfallen lassen gegen. Ich könnte einen Ventilator hier aufstellen, ich habe noch so einen kleinen. Aber dann hört man den wahrscheinlich durch das Mikrofon, das wäre halt auch scheiße. Naja, was soll's. Legen wir uns mal hier hin. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch auch ankomme. Sehr wahrscheinlich tatsächlich. Also schaut morgen gerne nochmal vorbei, Leute. Ich danke euch vielmals fürs dabei sein. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao. Jetzt warte ich wegen dem Delay.